Ich hab SMS, ich muss Haft antreten. Wo bist du denn gerade? Autoabschlepphof, ja? Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Warum er eigentlich schon in Haft hätte sein sollen, war einmal wegen Körperverletzung, $1000. Und das andere war wegen Shopraub Unicorn. Dann ist doch nicht so schlimm, ja? Jetzt werden wir Läden ausrauben. Ja, genau, Mann, for the North, ja, wir brauchen die Kohle. Warum habt ihr nicht daraus gelernt? Wir machen es einfach nur besser. Also ich sag dir, wie es ist, ich geh da jetzt ganz bestimmt nicht rein. Ich auch nicht. Ich mach die Scheiße nicht. Lass gegenüber Straße gehen. Ausrauben, komm, komm, Dalli, Dalli. Deine Mutter ist eine Bitch. Weißt du, wer noch eine Bitch ist? Dein Vater? Nein, aber ich kann sie dir gerne mal nachspielen. Ja, dann imitiert Juicy, ja. Ich sag's ihnen jetzt, ne? Die da hinten in der Zelle 5, die wollten den Laden ausrauben. Ich wollte da nicht mitmachen. Ich war mit Lee im Auto. Und dann haben die uns gerufen und meinten, jetzt kommt der Laden, wir machen den Laden jetzt hier. Und dann meinte ich, nein. Bruder. Ja, verstehe ich von ganz, alles klar. Okay. Werde ich so vertreten, was heißt das? Okay. Kriegen wir hin, machen Sie bitte, ja. Okay. Herr Miyazaki, die und Herr Alfonso dürfen erstmal gehen, ja? Komm, Alfonso. Ich habe keine Waffe. Herr Alfonso, Ihr Handy. Gerechtigkeit siegt immer, ja. So, Herr Schaffen, wir sind freie Männer und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie weiter so sauber, wie Sie es bisher getan haben. Okay, danke schön, ja? Einen schönen Abend, ja. Bis dann. Gleichfalls, was meinst du, wohin fahren die jetzt gleich? Leipzig? Weiß ich nicht, aber erstmal will ich zu Stella. Guck mal, wie hübsch die ist. Guck mal, wie hübsch die ist. Wo hübsch, ja? Sieht aus wie Scheiße. Meine Mutter sieht aus wie Scheiße. Ich weiß. Hey, Stella, how are you? Guck mal, wie hübsch die ist. Die ist so hübsch, ne? Jo, schleim dich jetzt nicht ein, Mann. Wir sind jetzt schon frei, Mann. Alter, bist du Rapperin geworden, oder was? Jo, ich hab $10,000 Strafe wegen so einem Typen, der einfach in mein Auto gestiegen ist, jo. 10.000? Ja, 10.000. Abend, Mann. Wie sieht's aus? Wie geht das jetzt weiter? Sie sind freigekommen. Es wird jetzt gegen die beiden, die Sie mit dem Baseballschläger verdroschen haben, ermittelt. Also haben wir ganz gut hinbekommen. Also haben wir gewonnen sozusagen, oder was? Definitiv. Sie sind ein wahrer Held. Da hoffe ich doch, dass Sie damit glücklich sind, dass wir Sie frei rausbekommen haben beide, ich ja? Ich bin übelst glücklich. Gut, dann wollten wir einmal das, bevor Sie dann jetzt gleich wieder komplett frei sind, einmal das Finanzielle geklärt haben. Klar, machen wir. Was kostet die Scheiße jetzt nochmal? Wir hatten gesagt 1.500, machen wir 1.000 glatt, ja? Weil wir so einen guten Erfolg haben, bin ich mal dann ganz, ganz nett unterwegs, ja? Ja, ich auch noch 1.300 deswegen. So. So, vielen Dank. Hoffe ich, dass Sie jetzt einen schönen Abend noch haben und genießen Sie die Freiheit, ja? Ja, danke. Mach ich. Schönen Abend euch dreien. Euch auch, ihr auch, ja? Ihr auch, ja. Okay, weiter geht's. Du warst gerade voll überfordert, ne? Weil wir Tschüss sagen. Nice, Akzent. Jo, also der hat dich umgeboxt, ja? Ja, der hat mich umgeboxt, nachdem er gesagt hat, der hat dich gepumpt. Und hat mich provoziert, weil der so ein Stöhngeräusch gemacht hat. Da konnte er schon. Lucy, ich brauche eine Entspannungskur nach dem ganzen Theater hier. Komm mal bitte dann später dann noch zu mir. Alter, könnt ihr mal bitte sagen, was da passiert ist? Jo, ich fühle mich gerade wie eure Kindergärtnerin, Mann. Los, Big Ass wird geblattoutet und Lilly auch. Du bist geblattoutet, Mann. Ihr werdet sowas von sehen, ne? Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Ja, weil ihr wolltest uns anfahren. Ihr du wolltest die Karre in uns reinfahren, ihr fickt Junge. Mit den Falschen, ja. Jo, du hast dich schon wieder gegen deine nicht, Family gewendet. Yo. Family, ja, ich scheiß auf diese Family, yo. Ich scheiß auf dein Grapeseed. Wow. Ich scheiß auf deine Family. Weißt du was? Dann fick dich und geh zurück in den Süden. Und du warst Anwärter, yo, für den Bro-Ring, Mann. Außerdem sind wir zwei Alfonsos. Und mit zwei Alfonsos sollte man sich nicht... Anlegen. Oh, Jussi, das kannst du nicht machen, Mann. Stella, du bleibst bei uns. Stella, bleib bei mir, du scheiß Arschgesicht. Damit das Stella klar ist. Yo, Alter, wie redest denn du mit mir, Mann? Hab mal ein bisschen Respekt, yo. Redest du mit mir? Ja. Ich rede aber mit Johnny. Ach so. Stella, du siehst doch, wie er dich behandelt, wie er dein Hab und Gut behandelt und wie ihr uns Ich behandle meine behandelt. Schwester so und sie behandelt mich genauso. Stella, ich lasse dich heute im Bad ein. Mit Kerzen? Mit allem. Was mit Tacos? Voll, alles schon im Programm. Ja, das Lucif. Ja, König, die Tacos sitzen unten im Glas, das wird schwer. Ja, stimmt. Aber wir holen uns andere. Ja, ich hol Nudeln. Was? Jo, es geht um mein Baby, weißt du? Das sind andere Regeln als mit deinem hässlichen Auto. Willst du auf deren Seite, oder was? Jo, Mann, ich wollte, dass du dich um mein Auto kümmerst. Aber das ist dir scheißegal. Dein Auto ist also wichtiger, oder? Jo, es wichtiger geht um als den was? Allgemeinen Respekt. Du respektierst ihn in keinster Hinsicht. Und das ist nur ein Ach, du respektierst dafür, ihn, indem du ihren Stöhnen nachmachst, oder was? Ich träume davon. Aber sie nachäffe, um Gottes Willen, Stefano, wo kämen wir denn dahin? Dann wäre ich ja nicht besser als du. Okay. Okay. Stella, dann weißt du Bescheid. Jo, Mann. Das ist mein Bruder. Du hast den falschen Weg genommen. Das wirst du bereuen. Oh, ich schmeiß euch aus Grapeseed raus. Ja, König, die Wohne, Mann. Ich scheiß auf Grapeseed und auf dich, Junge. Weißt okay, du was? $2 liegt auf dem Boden. Heb auf, du Hund. Ja, heb auf, du Hund. Oh, Mann, sind $2. Das tust du nicht. Roy?
Ja, oh, warte mal, das sind $2, Bruder. Okay, gut, ist cool, das lassen wir mit uns machen, ist nicht schlimm. Aber die haben alles verloren. Und ich sag euch, niemand legt sich an mit Piki Alfonsos. Dann soll es so sein, ein Krieg in den eigenen Reihen. So wie es eigentlich der Süden so wollte. Genauso wie kalten Winter. Ich sag dir mal, jemand hat mir mal gesagt, den ich sehr gut kannte, der Größere fickt immer den Kleinen. Vergiss das nicht. Und wir sind der große Löffel, Stefano. Es gibt aber immer jemand, der größer ist als du, mein Freund. Und der wäre in diesem Fall wer? Das wirst du bald genau sehen, mein Freund. Ja? Gut, dann verpisst euch. Wir wollen eure Scheißfresse nicht mehr sehen. Ja, oh, riech mal dran. Riech nach deiner Schwester, Junge. Licht klein, Motherfucker. Licht klein. Fuck out of here, man. Das könnte nur sein, weil du so eine Bitch bist, weißt du das? Alter, warum nennst du mich jetzt Bitch, Mann? So eine Scheiße. Ich bin immer die Karte, weißt du das? Verpisst euch! Halt, ihr beiden, ich muss Sachen erledigen, ja? Bleibt mich schon mal vor. Okay, ich ruf dich gleich an. Ja. Gut. Lucy. Ja. Wie heißt du bei diesem V-Net, damit ich dir das Foto schicken kann? Was für ein Foto? Von ihrem Arsch. Was? Bist du verarscht? Ich wollte ein Foto von ihrem Arsch. Nahaufnahme. Ich hab extra 97 verschiedene gemacht, damit man sich das Schönste raussuchen kann. Reman, ich würde jetzt Feierabend machen, ich würde noch ein bisschen Aktien schreiben. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Nein. Warte mal, Amy hat mich angerufen. Oder ein Date? Die mich denn, also da stehen lassen hat, ja. Jo, was geht denn? Du rufst mich noch an. Ja, warum nicht? Warum nicht? Vielleicht, weil du an dem Tag mich im Stich gelassen hast. Hab ich das? An welchem Tag? Wo wir uns treffen wollten, nachdem du Feierabend hattest. Und ich wollte dich abholen. Da habe ich wahrscheinlich noch keinen Feierabend gehabt oder so. Ach, war wahrscheinlich irgendwie. Ja, war wahrscheinlich nur im Einsatz oder so. Du hast gesagt, du hast in 10 Minuten Feierabend. Ich bin. Ja, da kann aber auch mal was dazwischen 15, kommen. 15, 20 Minuten später bin ich da hingekommen und dann wollte ich dich abholen. Du bist zweimal, dreimal nicht rangegangen. Ja, wenn ich nicht rangehe, dann habe ich irgendwie nichts zu tun. Ja, Bescheid kannst du auch nicht, ne? SMS schreiben oder so. Das wird jetzt richtig heulsusenmäßig, Stefano. Stella, ich telefoniere gerade. So, nochmal. Ja. Was hast du gesagt, Amy? Was ist? Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Was hab ich gesagt? Ja, du weißt rein. Du vergisst alles, ne? Du vergisst alles. Ja. Genauso wie du dein Date vergessen hast. Jo, Mann, das kann ich mir echt gar nicht geben. Das war ein Date. Das war kein Date. Einmal verkackt, immer verkackt. Ja, alles klar. Wie jetzt? Ja, alles klar. Ja, was soll ich sagen, ne? Wie jetzt? Willst du dich nicht entschuldigen? Ja, doch, mir tut es ja leid, aber du hast gesagt, einmal verkackt, immer verkackt. Nein, also das war jetzt so eine. Ich wollte dir jetzt eigentlich erzählen, dass ich am Stadtpark bin und hier gerade am Chillen bin. Wenn du möchtest, kannst du vorbeikommen, so. Aber okay, dann nicht. Tschüss. Nein. Ich kaufe jetzt Alkohol und betrinke mich. Tschüss. Nein, du betrinkst dich nicht. Stadtpark. Genau. Mit wem telefonierst du? Ach ja. Mhm. Ach so, verstehe. Nee, weißt du, Warte mal ganz kurz. Oh nein! Was? Stella, bitte! Stella, warte! Bitte. Ich kann nicht mehr, Stella! Komm her! Komm her! Du kommst her! Ich ruf deine Mutter! Du rufst deinen Vater an, du Wichser. Ruf uns den Krankenwagen! Ruf uns den Krankenwagen! Schnell! Da liegt jemand! Oh, Amy! Ja, hi! Da liegt jemand K.O. Ich muss in den Korps! Schnell! Wir müssen weg hier! Jo, hast du den umgeboxt? Ja! Schnell! Wir müssen hier weg! Feind ruft mich höchstpersönlich an. Stefano Shelby hier. Ich meine Alfonso. Was kann ich für Sie tun? Stefano, mein Freund. Du hast mir Stella genommen. Ich nehme dir Amy. Was? Sie wird jetzt zu mir gehören. Jay. Jetzt hör mir mal zu. Du willst mir Amy nehmen, ja? Richtig, das ist richtig. Das ist so gerade von mir ausgedrückt worden, ja. Weil ich Stella dir weggenommen habe, oder was? Ja. Also du willst mir sagen, dass du Stella liebst? Nein, aber du hast mir jemanden aus meinem Leben gerissen und ich reiße dir jetzt jemanden aus deinem Leben. Ich dachte, Stella ist dir egal. Stella ist mir nicht egal. Sie war ein vollwertiges Mitglied unserer eigenen Gruppierung. Jo, ich bin niemandem egal. Das ist das Problem. Ich sag dir, JL, Huren, die kannst du überall finden. Das ist gar kein Problem. Das
du mich gerade Hure genannt? Ich nenne dich nicht Hure. Kannst du mal ganz kurz... Jo, wen hast du gerade Hure genannt? Wen hast du mit Hure gemeint? Nein, du wirst nicht als Hure gemeint. Jo, Stefano, wen hast du gerade damit gemeint? Ich telefoniere. Hallo, ich telefoniere gerade. Jetzt mach das nicht, bitte nicht kaputt. Ich muss... Ich glaube, jetzt eine Ansage und dann können wir reden. Gut. So. Hallo, wo waren wir stehen geblieben? Bei Huren. Genau, Huren. Die kannst du überall haben. Die findest du überall. Fahr in den Norden, da gibt's genug Huren. Fahr in den Süden, da gibt's auch genug Huren. Also gar kein Problem. Amy, das ist die größte Hure. Yo, die kannst du haben. Gar kein Problem. Du drohst mir mit Amy? Ich drohe dir mit deiner Mama. Du nimmst mir nicht meine Mama, Stefano. Ich nehm dir deine Mama. Du nimmst mir nicht meine Mama. Weißt du, was du da gerade sagst? Ich hab dir vorhin was gesagt. Der größere. Der größere fickt immer der kleinere. Lernen Sie es. Lernen Sie es. Meine Mutter ist größer als du. Deine Mamas Titten, die sind groß. Ja, da hast du recht. Aber deine Mama. Ich verbitte dir solch eine Umgangsweise. Das ist die größte Hure, die es gibt. Damit es klar ist. Du kannst Amy die Bitch haben. Ich nehme deine Mama. Und du nennst mich dein Vater. Damit das klar ist. Und dann, wenn ich ein Kind habe, den nenne ich Cracker. Tschüss. Das war eine Ansage, Mann. Das war eine heftige Ansage. Ja, du hast den richtig aus dem Leben geboxt, Mann. Wen? JL? Jo, JL, ja. Das war ein Teil der Behandlung, okay? Das war Teil... Oh, ich glaube, das wird wohl nicht. Teil der Stefano, willst du ihr vielleicht auch nochmal sagen, was du gerade am Telefon über sie gesagt hast? Was habe ich denn wieder gesagt? Er hat dich eine dämliche Scheißhure genannt. Ach du Scheiße. Und glaub mir, solche Wörter würden mir nicht ansatzweise einfallen, wenn das nicht der Realität entspricht. Ach wirklich? Dann frag mal meine Schwester Amy. Hat er das gesagt oder nicht? Und Stella, ich gebe dir noch einmal die Chance. Auf die richtige Seite zu switchen. Stella, du kannst jetzt Amy sagen, was für ein Typ der Typ ist. Amy, was denkst du? Was ich denke? Ja. Ich vertraue dir. Ich glaube, du hast nichts Böses über mich gesagt. Würde ich auch nie tun. Ja, das Amy, ich liebe dich, das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Hier ruft an. Ja, Ali? Yo, eine was Sache noch, gell? Fick? Ja. Wenn du nicht weißt, wo du bist, schlaf ich gegeben. Hab auch eigene Haut. Du hast ihm gar keinen Korb gegeben. Perfekt, ich ruf dich sofort an, Bruder. Ja, ich bin gleich, ich mach du bist eine Drittklässler, du bist eine drittklassige Ärztin und du bist noch eine drittklassigere Lügnerin. Die dich gerade gerettet hat. Du bist gar nichts, du bist keine Frau mit Stolz und keine Frau mit Rückgrat. Du siehst so aus wie ich. Guck mal. Und du brauchst nicht mal einen Gehstock dafür. Amy, ich glaub, das beweist alles, oder? Ja, ja. Gut. Ich lasse euch mal allein. Ja, ciao. Bis dann, Baby. Schönen Abend dir noch. Tschüss. Ja. Bis morgen. Scheiße.